Ist es richtig, wenn wiedergeborene Christen zur Wahlurne gehen? Was soll man hierzu sagen? Ich habe eine ganz klare Meinung dazu. Ich gehe auf jeden Fall wählen. Aber es gibt auch Christen, die sagen, das ist alles Abfall und sowieso alles unterwandert und Welt und so weiter. Und die wählen dann nicht. Das ist eine Gewissensentscheidung, sicherlich. Kann ich auch verstehen. Allerdings, man spricht auch vom kleinsten Übel. Wenn man eben nicht wählt, das ist jetzt meine Meinung, dann unterstützt man ja automatisch die Richtung, die man an sich verhindern würde, wenn man wählen gehen würde. Das ist nämlich das andere. Und wonach würde man den Maßstab setzen, wenn man wählt? Ich mache das so, dass ich mich da an den 10 Geboten Gottes orientiere. Es geht ja hier um die Politik. Die Bergpredigt, die gilt ja für die Gemeinde. Da werden ja die 10 Gebote nochmal verschärft. Also das Töten beginnt da in der Bergpredigt schon mit dem Zürnen oder Hassen. Oder das Ehebrechen beginnt schon mit dem Anschauen, mit dem lüsternen Blick. Das ist für die Gemeinde, wo der Heilige Geist uns hilft. Aber in der Welt, damit das Zusammenleben überhaupt funktioniert zwischen den Menschen, zwischen uns Menschen, da brauchen wir die 10 Gebote, den Namen Gottes heiligen, den Feiertag heiligen, die Ehe heilig halten, die nicht stehlen, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht lügen. Also es hat mal jemand gesagt, wozu die Gesetzgeber ganze Wandschränke von Gesetzen brauchen, das hat Gott in 10 Geboten zusammengefasst. Steht an sich alles drin für das Leben. Und deshalb, man muss sich, wenn man eine ernsthafte Wahlentscheidung trifft, nicht einfach die Gesichter anschauen auf den Plakaten, sondern die Programme der Parteien lesen. Und das bedeutet natürlich sehr viel Arbeit, wenn man alle Parteien prüfen wollte. Und aber manches gibt auch Zusammenfassungen von wichtigen Programmpunkten. Für mich ist immer wichtig, vor allem was sie auch eben bezüglich der Ehe und Familie sagen oder des Schutzes des Lebens, des ungeborenen Lebens auch, aber auch Umweltverantwortung. Also es gibt viele Themen, die auch wichtig sind. Und danach muss man auch die Wahlentscheidung treffen. Genau, also nehmt die 10 Gebote, legt sie neben die Parteiprogramme und dann seht ihr selber, dass es da zum Teil gravierende Unterschiede gibt zwischen den Parteien. Ich werde jetzt hier von der Kanzel aber keine offizielle Wahlempfehlung abgeben. Da könnt ihr mich aber gerne persönlich ansprechen, dann sage ich euch, was ich wähle, aber das werde ich jetzt hier nicht von der Kanzel sagen. Wir sollen keine Parteipolitik in die Gemeinden tragen. Das würde nur unnötigen Streit verursachen. Aber ich denke, da sind wir uns alle einig, dass die Bibel auch hier der Maßstab ist. Was am nächsten an Gottes Wort ist, an den 10 Geboten, da können wir wählen, auch wenn wir natürlich bei allen Parteien Bauchschmerzen haben. Es gibt keine perfekte Partei, genauso wie es auch keine perfekten Menschen gibt. Der Spruch eben vom kleinsten Übel, so sehe ich das auch in der Politik jetzt.